Herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Heute gibt es mal etwas anderes, diesen Videokanal. Ich weiß nicht, wann kommt das Video online, aber lasst ein Like da. Dann kommt immer neue YouTube-Videos von mir und Link in Beschreibung steht es, mein Insta-Name-Account und dort könnt ihr mir gerne folgen. Heute geht es darum, ja, um Europameisterschaft 2020, es ist verschoben und ich habe heute, ihr könnt diesen Text lesen, ich habe heute mir gekauft 10 Panini-Tütchen um Euro 2020. Hier 10 Panini plus noch gratis Euro 2020 ist es gratis. Hier sind zwei Stickers und hier sind gerade 5 Stickers. Hier gibt steht gar nicht und auf diesem Text steht es UEFA Euro 2020 auf der Suche nach Cristiano Ronaldo. Also das heißt Cristiano Ronaldo auf der Suche nach ihm. Also wir suchen in diesem Pack Cristiano Ronaldo hoffentlich. Und jetzt fangen wir zum Gratis an, diesen zwei Packs. Und ja, ich habe schon Album, zwei Gratis-Album. Und ja, hier haben wir Ungarn von Peter Gulácsi von der Bundesliga, Torhüter. Und dann haben wir noch von Australien Adrian Grbić. Hier sind so sieht die Sticker aus. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Panini, also 5 Sticker und auf der Suche nach Cristiano Ronaldo und let's go. Den ersten Sticker, Porträtsticker, Russia, also Russland. Endlich mal wieder mal die Fußballporträt ist so, weil sonst sind immer so gewesen, also endlich mal gedacht. Hier das Logo, Russland, hier das Logo von Euro. Nochmal Schweiz Jubelsticker mit Windmar, Seferovic, Huber. Und den ersten Spieler, Mazedonien, Kirer Ristevski von AS Roma, Cengiz Ünder von und dann haben wir noch von Özcan Kabak von Türkei. Wir gehen schon in den zweiten Stickertütchen und Ronaldo auf der Suche und Lucas Dunier von Frankreich. Tim Spar von Finnland, Leroy Sané von Deutschland und Calvin Stinks von Niederlande und Ronaldo Raftelt von Australien. So sehen die Sticker aus. Und next. Und jetzt haben wir diesen Glich und Krzysztof Jürgensen und Kier und Rein Babel von Holland. Und Robin Mack von Slowenien und Daniel Carvajal von Spanien. Den ersten Panini, Lindelöf und Lustig. Und Polen Logo. Und Perisic von Kroatien. Und Fabian Scher von Schweiz. Und Emil Forsberg von die Schweden. Zum ersten Mal mache ich in diesem Video Thomas Denier. Denier und Moinet und dann haben wir noch Gallagher von Schottland und dann haben wir noch Portugal, Fernando Trincao von Portugal, Leiner von Österreich und Anthony Martial von Frankreich. Auf die Suche nach Cristiano Ronaldo und Granit Xhaka und Joe Bergwijn und Wijnaldum und Manuel Neuer als Co-Hüter von Deutschland und Harry Kane die England und Fabianski von Polen. Wenn dieses Video euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob dieses Video euch gefällt oder nicht, ob ich mal den zweiten Teil machen soll. Logo von Spanien, Marcel Sabitzer und Schlegel und Dibrije Show von die Schweiz und Uremovic von und Lindelöf als Basic.
Mit der Virante und Sobol und Soblasch von Soblaschlei und Holländer. Und dann haben wir noch der Wischlenko von Kroatien. Und Musli von Mazedonien und Mario Rui von Portugal. Also die letzten zwei Sticker. Und wir haben die Schweizer Logo und Palmer von Schottland und Linlev von, ja, und Saikov und noch der Kurdjarov. Letzten Pack von diesem heutigen. Hoffentlich hat es wieder euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen restlichen schönen Samstag. Let's Opening Kudela Skriniar von Slowenien und dann noch den Robert und noch Pando, Mason Mount und McGregor. Das war's mit diesem Video. Hoffentlich ist es wieder euch gefallen. Und kein Cristiano Ronaldo auf der Suche. Und ja, es tut ja leider kein Ronaldo im Pack, aber zum Glück die anderen Bilder und noch die zwei Sticker noch übrig. Und wir hoffen, dass es wieder gefallen. Und peace. Wenn ihr möchtet den zweiten Teil haben, dann lasst einen Kommentar da und lasst ein Like da und Daumen hoch. Also schreibt mal immer in die Kommentare, ob ich den zweiten Teil machen soll für die Panini UEFA Euro. Ich würde sagen, bis